Hey! Alte Lieder sagen Orks geschaffen, um die Not zu töten. Au! Fliehen, er seine Vorfahren treffen. Hör jetzt auf! Oder stirb! Gut, durch...
hat es einen Kampf gegeben. Aber zwischen wem und warum? Also, hier hat Minilaks Expedition sich zum letzten Gefecht gestellt. Ich wette, sie haben die Aufzüge gesperrt, um uns abzuhalten. Das ist noch gut in Schuss. Glaubst du, die Orks halten das hier stand? Orks sind nicht dumm. Versuch es. Ich wünschte, sie hätten noch andere Dekorationen außer Spinnen. Warum überhaupt eine Spinne? Das ist ein anderer Aspekt, Asha, des Drachens der Ordnung. Ehrlich gesagt eine sehr wörtliche Interpretation. Der bringt uns zur Kristallkammer. Sobald du den Chantiri-Kristall wieder an seinen Platz legst, gehört der Schädel uns und mit ihm ganz Asha. Fenric wäre beeindruckt von deiner Leistung. Wer hat das gebaut? Diener des siebten Drachen. Sie hatten geschickte Hände und 1000 Jahre Zeit. Und
warum bewachen Orks das hier? Ich nehme an, sie haben es übernommen. Sie sind nach den Kriegen des Blutes auf die Insel gekommen und ihr Schamane hat wohl die Macht des Tempels gespürt. Spinnen? Eklige Dinger. Kein Wunder, dass die Nekromanten sie mögen. Ich kann die Kraft spüren. Jetzt sollten wir das Kind nicht warten lassen. Je eher sie uns zum Schädel bringt, desto besser. Fremder Dämonenbrut, hör mir zu. Ich bin Arakvok, Häuptling und Schamane des Rotschädelklans. Wir haben geschworen, diesen Ort zu beschützen. Und dein Dämonenmakel besudelt ihn. Geh nur weiter, wenn dein Schwertarm stärker als meiner ist. Keine Zaubertricks und keine Dämonenverderbnis. Ich werde dich im Kampf prüfen, Klinge gegen Klinge. Wessen Kraft ist größer? Wessen Geist ist reiner? Wenn du mich besiegst, kannst du gehen, wohin du willst. Mein Wort darauf. Arash, liebe Willen, Saret, kümmere dich nicht um die anderen. Das Spinnenartefakt sieht wie ein Schlüssel aus. Mal sehen, wo wir... Wunderbar. Nun lass uns tun, wozu wir gekommen sind. Hüttenmenschen! Nein, aber Topsagen anständig kämpfen! Fassen, Fremder! Messer nicht zählen, Fremder! Aratrock tot! Schlecht für Stamm! Fremder besser weglaufen! Mensch, geh weg! Wenn Orks dich nochmal sehen, Orks dich töten! Saret, wenn alles andere gut läuft, wirst du bald deinen Vater sehen. Hier? Wie meinst du das? Es ist schwer zu erklären, aber ich bin sicher, er wird miterleben wollen, wie sein großartiger junger Sohn den Schädel der Schatten in Besitz nimmt. Das hört sich eigenartig an. Ist er eine Art Zauberer? Ich glaube, das kann man so sagen, obwohl ich nicht sicher bin, ob er gerne so von sich reden hört. Mein Vater, ich bin ihm nie begegnet. Warum ist er so wichtig? Er ist eine sehr mächtige, sehr starke Person. Wie jede mächtige Person hat er mächtige Feinde. Was bedeutet das? Wen? Naja, zum einen den 7. Drachen.
könnte ich einen Berg anheben. Versuch lieber, ein Tor anzuheben. Lasst uns den Schädel holen und verschwinden, bevor Arendt hier seine verkohlte Nase hier reinsteckt. Ihr geht voran und schaut, ob es ungefährlich ist. Stärker, als sie aussieht. Jetzt habe ich euch bei. Lauf, Zaret! Sucht ihn! Liana! Ein Jammer, dass ihr mir in die Quere kommt, Mädchen. Aus euch hätte etwas werden können. Leider habt ihr euch für die falsche Seite entschieden. Oh, das tut mir ja so leid für dich, mein Lieber. Aber du konntest nichts tun, um sie zu retten. Außerdem, ganz unter uns, sie war nicht dein Typ. Vergiss sie! Lauf! Ja, lauft, ihr Schandfleck. Ich finde euch.